Liebe Schwestern und Brüder, wie viele Unterschiede, Gegensätze prallen in diesem kurzen Wort des Evangeliums aufeinander. In jenen letzten Sätzen, in jedem letzten großen Dialog Jesu mit seinen Jüngern, bevor er in seine Passion geht. Es ist ein Evangelium auch über uns. Denn es geht uns ja zuweilen ähnlich. Wir haben den Eindruck, jetzt können wir glauben. Es gibt solche Momente im Leben. Wir können glauben, wir verstehen das. Es ist nicht mehr so verrätselt, es ist nicht mehr so vergleichlich, sondern es dringt direkt in uns ein. Und jetzt wissen wir und glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Und Jesus antwortet auf dieses phänomenale Bekenntnis und auf diese Erleuchtung der Jünger mit etwas ganz anderem. Ihr werdet versprengt werden. Jeder in sein Haus. Ihr werdet mich alleine lassen. Nach diesem intensiven Moment, wir müssen uns das immer wieder in Erinnerung rufen, da Jesus ganz offen, die Jünger haben das gemerkt, ganz offen von sich spricht, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, sagt er ihnen, ihr werdet mich alleine lassen. Ihr werdet weglaufen. Ihr werdet die Flucht ergreifen. Hier, bei dem, was Jesus weiß, was die Jünger tun, was er weiß, wie wir auch sind, hier sammelt sich noch einmal auf Seiten der Jünger alles das, was wir Welt nennen. Nämlich vollmundig zu bekennen, aber dann doch etwas vollkommen anderes zu tun. Nämlich Gott selber den Rücken zu kehren, die eigenen Rechnungen aufzumachen, das eigene Haus zu errichten und eben nicht sich in die Kirche, in diese große Sammlung von Gott her, die Christus all seine Tage auf Erden versucht hat, ins Werk zu setzen, sich darauf einzulassen. Abwendung von Gott ist hier im entscheidenden Moment für die Jünger erneut die Parole. Adrien von Speyer sagt zu dieser Stelle, und ich finde das einen sehr schönen Gedanken, ja, diese Abwendung von Gott ist notwendig. Weil Jesus sagt nicht, ihr Mannen, ich habe euch jetzt lange genug ausgebildet, wir werden jetzt hingehen und die Welt besiegen. Das Böse, das werden wir unterkriegen. Und dazu brauche ich eure Hilfe. Das hätte so ein wenig, das wäre so eine Ansprache eines Kapitäns oder eines Feldmarschalls vor der großen Schlacht. Aber um eine solche Schlacht, um eine solche geht es nicht. Es geht um viel mehr. Jesus sagt in dieser Stunde, ich habe die Welt besiegt. Alles das, was ihr in euch tragt, all die Sünde, die ihr begehen werdet, die im Begriff seid zu begehen, eine Stunde später, alle weg. All das habt ihr zu lernen. Ihr habt auf diesen tiefen Punkt zu sinken, um endlich das zu tun, was ich versucht habe, euch beizubringen, bis zum letzten Ritus der Fußwaschung, nämlich demütig zu werden. Das, was uns bis heute am schwersten fällt. Und ich habe in diesen Tagen ein geschichtliches Buch gelesen, ich bin da noch mittendrin, wo es um die Bekehrung der germanischen Völker geht. Und deshalb müssen wir uns das besonders hinter die Ohren schreiben, denn den Begriff Demut haben sie damals hier überhaupt gar nicht verstanden. Die wussten gar nicht, wovon die da reden, diese komischen Missionare. Demut? Das ist Quatsch, das können wir nicht brauchen, das passt nicht in unser Konzept. Und wenn wir rechts und links schauen, vielleicht manchmal auch nur in uns selber, merken wir, dass diese alten Germanen bis zum heutigen Tag, zumindest hierzulande, sehr heftig in uns aufstehen. Auf diesen Punkt zu sinken, dass wir uns manchmal hier hinstellen, dass wir gleich bei der Kommunion Amen sagen und gleichzeitig uns Tag für Tag in manchen Momenten ganz entschieden und wie selbstverständlich von Christus abwenden und ihm den Rücken kehren, als hätten wir nie etwas gehört vom Evangelium, als hätten wir nie seine Weisung vernommen. Das ist Welt in uns. Aber auch hier in dieser Stunde ist es wirklich ein Grund zur Freude. Wenn wir diese Lektion lernen, diese Lektion der Demut, dann können wir wirklich genau an diesem Tiefpunkt Frieden finden.
weil er uns geschenkt wird. Nicht, weil wir die großen Mitarbeiter des Friedens und die Besieger des Bösen werden. Nein, weil wir Teil dessen sind, was Jesus besiegt hat und genau durch diese Gabe Frieden finden können, weil es sein Geschenk ist, weil er es allein in seiner großen Einsamkeit gewirkt hat. Und genau an diesem Tiefpunkt unserer Abwendung von ihm, unserer Sünde, erleiden wir ein Stück dieser Einsamkeit, die er für uns durchgestanden hat. Und wir sollten diese Einsamkeit genau an diesem Tiefpunkt der Sünde immer auf uns nehmen, damit wir wissen, was er dort am Kreuz gewirkt und durchgemacht hat. Und an diesem Punkt wird der Tiefpunkt zu einem Wendepunkt, weil wir das Wort neu hören. Ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Ich habe das zu euch gesagt. Er sagt es uns immer schon, bevor wir sündigen, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt, wenn wir uns nur auf die Sünde stürzen, habt ihr immer Bedrängnis. Aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt, sagt Christus.